Mein Name ist Johanna Wanka und ich bin die erste der Familie, die studiert hat. Ich komme aus einem kleinen, ganz kleinen Dorf in Sachsen und bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, den wir auch heute noch haben. Und das war ein Hof, wo natürlich auf einem klassischen Bauernhof alle Tiere, Pferde, Kühe, Hunde, Katzen vorhanden waren und eben auch sehr viel Garten und sehr viel Natur. Als in der Zeit schon, bevor ich in die Schule kam, habe ich immer sehr gerne, ich weiß auch nicht warum, Lehrerin gespielt. Und da brauchte ich ja immer Schüler und habe allen Nachbarkindern was gegeben, was zu naschen, die irgendwie honoriert, dass sie sich hingesetzt haben und ich durfte Lehrerin spielen. Und in der Schule hat mir vieles Spaß gemacht, besonders das Fach Deutsch habe ich sehr geliebt. Und ich hatte ein Elternhaus, das heißt Mutter, Vater, Großmutter und Großvater, die mir alle Freiheitsgrade gelassen haben. Das heißt, wenn ich Lust hatte, konnte ich was im Garten helfen. Ich musste aber nicht. Und es wurde immer Priorität gesetzt, Schularbeiten machen, sich um die Schule kümmern. Und sie waren auch stolz. Also wenn ich Klassenbeste war, das hat ihnen gut gefallen. Und da entstand ganz natürlich der Wunsch, weiterzumachen und das Abitur zu machen und zu studieren. Und da ich in der ehemaligen DDR, das heißt in einer Diktatur, aufgewachsen bin, war die Entscheidung, geht man auf die erweiterte Oberschule, heute Gymnasium, nicht von einem selbst abhängig, sondern das wurde eingeschätzt nach politischer Opportunität. Und ich hatte die besten Zeugnisse von dem ganzen Jahrgang, also praktisch fast alles Einsen, und durfte trotzdem nicht zum Abitur gehen. In der 8. Klasse war damals die Entscheidung, weil ich nicht Pionier war, nicht Jungpionier, nicht Thälmann-Pionier, nicht in der FDJ. Und zum Glück haben meine Mutter und mein Vater alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu erreichen, dass ich doch auf die Oberschule durfte, sodass ich dort Abitur machen konnte. Und dann war die schwierige Entscheidung, was studiert man? Am liebsten hätte ich Germanistik studiert, aber sich zu überlegen, was macht man in der ehemaligen DDR? Ist man in irgendeinem Kreiskulturhaus dort oder jedenfalls war relativ unsicher, weil es sehr stark ideologisch gefärbt war, was man hinterher machen konnte. Und deswegen habe ich das andere Fach, was ich auch sehr gern hatte, die Mathematik, als Studiumfach gewählt und war neugierig, habe mich gefreut auf das Studium. Habe gedacht, dass so wie in meinen Büchern, ich habe viel gelesen, dann intellektuelle Dialoge und dass man zu den Fächern, die man in der Schule hatte, dass man ganz viel noch dazu gewinnt an Erkenntnissen. Und das war doch enttäuschend. Also da war ich enttäuscht beim Studium, dass wir nicht mehr intensiver über Biologie geredet haben, über Naturwissenschaften schon, aber nicht mehr über Literatur. Und dass also diese etwas naive Vorstellung sich nicht erfüllt hat, sondern es ging dann sehr stark intensiv in die fachlichen Themen hinein. Ich hatte bei der Mathe-Olympiade in Leipzig meinen Mann immer schon gesehen und dann auch an der Karl-Marx-Universität damals und wir beide haben geheiratet. Und in der Zeit des Studiums haben wir uns gegenseitig natürlich immer gestützt. Das war auch wichtig, weil so am Anfang des Studiums habe ich auch Sorge gehabt, ob ich es schaffe, ob ich das kann. Und dann gab es Gerüchte, dass vor Weihnachten die ersten großen Exmatrikulationswellen sind und dass man dann, wenn man in der Schule gut war, dann trotzdem dort Vieren oder Fünfen bekommt. Und hat aber gut funktioniert. Also hat geklappt und hat mir auch Spaß gemacht, war auch nicht jetzt mit Frustration in das Studium. Und deswegen konnte ich danach dann, und das war wieder typisch DDR, leider nicht, was ich gerne wollte, an der Hochschule bleiben und dann vielleicht sofort in die Forschung einsteigen, sondern über Umwege, aber doch im Hochschulbereich der ehemaligen DDR arbeiten und mit meinem Mann dort promovieren und eben dann eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Und wenn ihr, sie jetzt überlegt, auch aus einer Familie wie meiner, aus einer Bauernfamilie, aus einer Arbeiterfamilie, ob es richtig ist zu studieren, dann würde ich sagen, wichtig ist vor allen Dingen, dass man optimistisch ist, dass man sich was zutraut, dass man es versucht und dass man auch akzeptiert, dass mal was schief geht. Und dass man im schlimmsten Fall dann einen anderen Weg wählt, aber dass man nicht von vornherein die Schere im Kopf hat und denkt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Weil das ist so in der Diktatur, sich von vornherein beschneiden, sich nicht was zutrauen. Und einfach so ein Stück Mut und zu sagen, ich riskiere es. Ich habe das dann ein paar Mal im Leben gemacht. Also als ich Ministerin werden durfte, war das auch ein Sprung in kalte Wasser. Hätte auch genauso gut ganz schief gehen können. Und deswegen einfach ein bisschen Optimismus, Mut, sich was zutrauen. Ja, dann wird's.